Also ich habe nach der Schule, also nach dem Abi, komplett nicht gewusst, was ich mache. Und dann bin ich auch erst hierher gekommen und habe auch erstmal Hotelfach gemacht und bin dann nach dem ersten Jahr erst in die Küche gewechselt. Dass man viel Spaß hier hat, das wusste man natürlich vorher nicht, aber das liegt ja auch am Team. Ich denke, das wird überall anders sein. Man muss es natürlich einfach ausprobieren. Also ich finde hier im Panorama-Hotel ist besonders an der Ausbildung, dass man nicht immer direkt als Azubi gesehen wird, sondern schon viel Verantwortung bekommt und auch eigene Dinge ausprobieren kann. Wenn man jetzt sich überlegt, was Neues zu kreieren, dann kann ich das machen. Oder irgendwas, was du denkst, vielleicht funktioniert es, dann kannst du versuch's halt mal, dann klappt es das erste Mal nicht, beim zweiten Mal klappt es dann. Man macht ja jetzt nicht immer nach Rezept alles nur. Vielleicht bei der Patisserie, weil es sonst nicht funktioniert, aber sonst kann man auch einfach mal alles komplett umschmeißen, komplett was Neues machen oder so. Und das ist einfach das, was ich am meisten daran liebe. Man muss auf jeden Fall flexibel sein und Stress aushalten können. Man muss auch mit Kritik gut umgehen können. Man muss dann überlegen, nicht Scheiße oder so, aber man muss halt denken, wie kann ich es besser machen, dass es am nächsten Tag nicht so passiert oder damit es besser wird. Es ist auch einfach was Tolles, wenn es funktioniert. Abends zum Beispiel hat man einfach das Gefühl, boah, den Gästen hat es geschmeckt und es ist einfach schon ziemlich gut. Ja, ich bin der Daniel Jung. Ich mache die Ausbildung zum Koch im Panorama Hotel Oberjoch. Ich bin im dritten Lehrjahr. Ich bin Christina Maurer, mache auch meine Ausbildung als Köchin hier im Panorama Hotel in Oberjoch und bin jetzt im zweiten Lehrjahr.